Morgen. Morgen. What you doing? Mach ich Jause für die Wanderung. Wohin geht's? Auf den kleinen Ötscher. Wunderschönen guten Morgen. 1. März, wir haben uns beide Urlaub genommen und heute geht's am kleinen Ötscher. Zwei Stunden später sind wir am Parkplatz des Sessliftes am Ötscher angekommen. Los geht's! So viele Unbekannte es beim Angeln gibt, eins ist immer mit Sicherheit zu sagen, nämlich dass ich zu viel anhabe. Viel zu heiß. Du schraubst immer so fest zu. Ich habe keine Strumpfhose an. Pulli verloren, Hosenbeine verloren. Weiter geht's. Okay, ganz kurzer Recap. Wir sind heute um 9 Uhr früh aufgestanden. Nein, wir sind um 18 Uhr früh aufgestanden, haben unsere Sachen gepackt und sind dann von Wien hierher nach Lackenhof gefahren. Wir haben unser Auto unten am Parkplatz vom Sessellift geparkt und gehen jetzt über den Riffelsattel hinauf vom kleinen Ötscher. Ist das richtig? Ja, ist das richtig. Aber okay. Du darfst doch nicht sagen, dass wir erst um 8 aufgestanden sind. Auf jeden Fall haben wir bis zum Gipfel ungefähr 2 Stunden Gehzeit, 4,5 Kilometer Länge und 600 Höhenmeter vor uns. Wir haben bis jetzt 243 Höhenmeter gut gemacht, sind 2,2 Kilometer unterwegs und das in 42 Minuten. Man darf aber nicht vergessen, wir stehen mit dem Auto etwas weiter weg, als es diese Route hier annimmt. Also ich würde meinen, noch ca. 3 Kilometer bis zum Gipfel. Ab geht's. Wir haben die erste Stunde geschafft, wir sind 3,3 Kilometer weit gekommen, ca. 360 Höhenmeter, das heißt ungefähr die Hälfte der Höhenmeter bis zum Gipfel haben wir jetzt schon mal hinter uns gebracht. Den Aufmerksamen von euch wird aufgefallen sein, dass das Wetter heute absolut traumhaft ist, weswegen ich mir gerade die Frage gestellt habe, ob wir Sonnencreme mitnehmen hätten sollen. I guess we'll see. Und you are in for a treat. Wir bekommen jetzt nämlich eine Lebensweisheit von der Steph. Jetzt? Ja, jetzt. Sich einen Montag frei zu nehmen ist sehr klug, aus vielerlei Gründen. Die wichtigsten kommen jetzt. Erstens, man hat ein langes Wochenende und es ist immer geil. Zweitens, es nimmt auch den ganzen Druck aus am Wochenende raus. Man ist viel entspannter und man ist auch viel entspannter an einem Sonntagabend. Und die Woche fühlt sich auch noch nicht so schlimm an, weil wenn man zurückkommt ins Büro, ist es schon Dienstag. Also, man ist schon fast wieder durch. Also nicht nur, dass es heute unfassbar schön ist, es gerade auch absolut windstill ist, es ist super warm, es ist kein Mensch hier, wir haben den gesamten Ötscher, glaube ich, für uns alleine. Zusätzlich zu all dem, schaut euch mal die Aussicht an. Wir haben den Tag echt perfekt erwischt. Ein guter Freund von mir würde sagen, es ist ein absolutes Traumtag auch. Wir haben jetzt die allerletzten. Wir haben die allerletzten Meter und die letzten Höhenmeter vor uns. Uns verlassen gerade beide ein bisschen die Kräfte. Wir sind ein bisschen geschwächt vom anstrengenden Wochenende. Ich werde mit Schneebällen attackiert. Da vorne ist, glaube ich, da, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir haben jetzt knapp schon die 5 Kilometer zurückgelegt. Wie gesagt, die letzten Höhenmeter. Ihr merkt es, ich bin ziemlich außer Atem. Ich melde mich, wenn wir oben sind. Es sind die Momente. Es sind die Momente, wo du merkst, du bist komplett außer Atem. Du siehst nur noch Sterne. Du bist dehydriert. Du merkst, du bist alt. Dass du keine Kondi hast und überhaupt nicht fit bist. Und dann quälst du dich einen Berg hinauf und dann steht vor dir das Gipfelkreuz. Ha. Wir sind jetzt hier oben angekommen. Ihr hört es mich wahrscheinlich ziemlich schlecht, weil es ein bisschen windig ist und ich relativ weit weg bin von dem Mikrofon. Aber keine Sorge, ich habe ein zweites Mikrofon mit, das werde ich jetzt kurz anhängen. Ich hoffe, es hört sich nachher ein bisschen besser an.
Okay, zweites Mikrofon steigt. Ich versuche nicht so zu schreien, weil ich glaube, es nimmt relativ viel auf. Mal schauen. Wir kommen jetzt zur längst überfälligen und wohlverdienten Jausenpause. Gott sei Dank sind wir relativ gut ausgerüstet, was das Essen betrifft. Also ich weiß nicht, ob ich es vorher gesagt habe, aber heute ist der 1. März. Das heißt, gestern ist der Februar zu Ende gegangen und der Februar an sich ist ja schon ein ganz besonderes Monat heuer. Er beginnt mit einem Montag und endet mit einem Sonntag. Das heißt, jede Woche des Februars füllt eine ganze Zeile im Kalender. Was schon mal super satisfying ist und allein das macht ihn zum besten Monat im Jahr 2021. Und das obwohl erst März ist. Aber der Februar war nicht nur deswegen interessant. Wir haben heute mit Eier, Tomaten, Käseweckerl und Bananen. Also vegetarisch. Ich habe nämlich den Februar zu meinem vegetarischen Monat gemacht. Nicht, weil ich unbedingt für den Rest meines Lebens auf Fleisch verzichten will, aber ich dachte mir, schau mal an, vielleicht bringt es ja was für meine Knie. Bekanntlich erhöht rotes Fleisch die Entzündungswerte im Körper und ich dachte mir, ich kann ja mal probieren, einen Monat lang kein Fleisch zu essen. Was ich finde, was das Schwierigste war, war vegetarische Proteinquellen zu finden. Ja klar Eier, ja klar Hülsenfrüchte, aber dann ist irgendwie auch schon zu Ende, oder? Gott sei Dank mag ich Eier. Also ich liebe Eier. Wem erzähle ich das, das wisst ihr. War ein sehr außergewöhnlicher Februar. Weil wir gerade so gemütlich zusammensitzen, kann ich auch noch ein Update zu meinen Zielen 2021 geben. Hat sich noch nicht so viel getan. Das hier ist der zweite Gipfel heuer. Das heißt, das sind 2 von 10. Es ist auch das zweite YouTube-Video von heuer. Wir sind am 1. März, also ich bin deutlich hinterher. Mach mir aber keine großen Sorgen, weil ich im Sommer vorhabe, mehr zu filmen. Ich habe bis jetzt, glaube ich, 2-mal gestretched. Also da werde ich richtig Probleme kriegen. Aber, und das ist die gute Nachricht, im Punkto Double anders. Ich übe das im Moment relativ viel und ich habe noch keine 50 geschafft, aber letztes Mal waren es 37. Also da bin ich guter Dinge, dass man das bald abhaken kann. Außerdem habe ich mir vorgenommen, 150 Mal Sport zu machen. Ich glaube, die Tour heute ist Nummer 25 und damit liege ich ziemlich genau auf Ziel. Jetzt geht es wieder ab nach unten. Ich werde die Kamera jetzt wegpacken und wir sehen uns dann beim Auto wieder. Außer es passiert irgendwas absolut Außergewöhnliches. Wenn nicht, dann bis gleich. Und so schnell kann es gehen und wir haben es geschafft. Wir sind gesund und munter und fit wieder beim Auto angekommen. Da steht's. Geschafft. So, fertig zusammengepackt, jetzt geht's zurück nach Hause. Kommen wir noch an? Die Sache ist die, wir sind aus Wien mit 100% Akku weggefahren und sind hier mit 51% angekommen. Also theoretisch könnte man jetzt meinen, es geht sich genau aus, dass wir hierher fahren und dann wieder nach Hause fahren. Interessant ist aber, dass wir hier so hoch liegen und deswegen am Herweg viel mehr Batterie gebraucht haben. Und jetzt beim Rückweg, schaut mal, kommen wir mit 18% Akku an. Aber ist da schon eingerechnet, dass ich Turbo-Sitzheizung brauche? Oi. Keine Sitzheizung, keine Musik, kein Radio, kein Handyladen und Ballast abwerfen, so viel wie geht. Nein, sollte sich alles ausgehen. Leben am Limit. Wir sind den Moment zurück nach Hause gekommen. Ich bin mit 12% Akku angekommen. Also nicht wie erwartet mit 18, aber immer noch mehr als genug, als dass man sich Sorgen machen müsste. Ganz kurz zu heute. Wir sind genau 10 Kilometer weit gegangen. Ich habe 1404 Kalorien verbrannt und wir waren 4 Stunden, 1 Minute und 59 Sekunden unterwegs. Ein absolut erfolgreicher Hike. Es war Video Nummer 2 im Jahr 2021 und Gipfel Nummer 2 im selben Jahr, nämlich 2021. Lichtverhältnisse sind furchtbar. Ich schaue furchtbar aus. Ich bin super müde. Das war's. Liken, subscriben, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.